Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserer neuen und ersten Leni und Toni Show Folge in 2021, Nummer 150. So sieht's aus. Alles Gute euch noch im neuen Jahr. Bleibt gesund oder was wir auch immer euch wünschen, was ihr euch selber wünscht, das soll alles in Erfüllung gehen und auf geht's. Erstmal vielen, vielen Dank für all eure Nachrichten, die wir jetzt innerhalb von einem Monat bekommen haben. Ihr habt so toll... Wir haben so tolle Rückmeldungen bekommen zu unserem Buch. Ich habe jedes Mal geweint, wenn ich das alles gelesen habe. Bei Amazon sind positive Bewertungen, 5-Sterne-Bewertungen. Ich war vollkommen aus dem Häuschen und ich habe so viele tolle Nachrichten dazu bekommen. Vielen, vielen Dank. So. Ja, es ist ja auch ganz nett geworden, das Buch. Ganz nett? Ganz nett. Wer mich kennt, der weiß, das ist ein höchstes Lob. Ja, ich kenne dich doch. So. Nicht lang rumgeredet. Wir haben ein paar Schnipsel aus der Vergangenheit zusammengestellt und zusammengeholt, die ihr noch nicht gesehen habt, die euch mit Sicherheit viel Spaß bereiten werden. Uns haben sie beim Angucken auch viel Spaß bereitet. Schaut sie euch an und ich würde sagen, bis nächste Woche. Ja, das kann man schon mal an dieser Stelle so sagen. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, beim Angucken dieser ganzen Schnipsel, dass wir unbedingt einen fröhlichen und lustigen Start in das neue Jahr haben wollen, weil wir hoffen, dass es 500.000 Mal besser wird als das letzte Jahr und wir alle viel Spaß haben werden. Und darum haben wir gedacht, wir läuten es auch genauso fröhlich ein, wie es sein soll. Genau. So. Also, habt viel Spaß, bis nächste Woche, dann geht's wieder mit Informationen und dem ganzen anderen Kram, den wir immer euch zeigen und machen und tun weiter. Ja, bis dahin. Danke fürs Warten, danke für eure Geduld. Viel Spaß, bleibt gesund, bleibt fröhlich und ärgert euch auch in diesem Jahr nicht über Sachen, die ihr sowieso nicht ändern könnt. Danke an alle. Tschüss. Tschüss. Was ist denn das da? Was dann? Das? Ach, das ist bestimmt irgend so ein Maut-Dingsbums. Eine Go-Box. Haben wir noch nie gesehen, weil wir keine Go-Box kennen. Freunde, der Toni, ja? Was ist denn das da? Wir haben noch keine Go-Box, weil wir waren noch nicht in Österreich, weil wir immer zu leicht waren. Schwer und zu leicht. Beides. Ist es egal. Ich krieg das nicht mehr hoch. Zeig mir mal, was du mir zeigen wolltest. Ich wollte dir zeigen, dass man hier die Treppe rausfährt. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Nee, hab ich nicht. Das Kaffee da. Das ist die Realität in unserem Leben. Natürlich hast du es kaputt gemacht. Ich muss schon ein bisschen aufpassen. Cut. Das ist Modell Trelleborg. Die Käfer machen Diebe. Es ist Frühling. Okay. Entschuldigung, dann wir stehen guck doch nicht so genau Feld, hin, oder willst du ich habe noch nie Käfer gesehen, die Liebe machen. Schau doch mal. Die machen das rückwärts. Aber der Fußboden dann drunter. Nochmal neu. Es tut mir leid, der Toni hat halt einen steifen Arm. Läuft? Läuft. Haare gut, Augen gut? Oh, ja, ey. Weil du kannst den Tisch ja hier. Überbrückungsmusik. Wo hast du den Hebel gefunden? Ja, der ist doch da ganz sichtbar. Ach, da. Vibro 3 Safe Lock mit Profinder, das war der Tisch, Leni. Das war mein Kopf. Ja. Soll ich den Kaffee holen? Bier, Sekt? In der Reihenfolge. Dachte ich mir. Haben wir uns gedacht, fahren wir mal weiter. Richtig. Richtung mein ganzes Stück, Richtung. Sprich. Vergesst nicht, dass dann auf euren Wunschzettel zum Cut. So, und von da aus ging es weiter nach. Ich habe keine Ahnung. Warum? Weil es Deppen sind. Ich habe hier Käfer entdeckt, die Liebe machen. Das haben wir jetzt schon 3-mal gefilmt und es ist so süß, ne? Und die sitzen jetzt hier schon, seit wir drehen, 1 Stunde lang, sitzen die schon da. Schaut mal. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show Nummer 138. Nein, 37. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Eben, nämlich... Hier, ich muss dir was zeigen. Ja. Die machen immer noch Liebe. Guck mal, wie lange die das durchhalten. Was glaubst du, wie schön das ist? So lange schmusen. Ich würde jetzt gerne was drehen. Ich bin bereit, ich bin geschminkt und der Toni liegt auf der Couch halbnackig mit dem Hund. Was machen wir dann jetzt? Das klingt so verwirrend jetzt. Ja, hättest mich doch mal ausreden lassen. Dann fang halt noch mal an. Ich kenne einen, der kann das schneiden. Oh. Ja. Wo sind hier eigentlich Sonnenblenden? Gar nicht. Normale Sonnenblenden gibt es hier nicht. Nee. Du hast aber jetzt ganz dezent drin. Das umschifft, ja. Und das umschifft. Ja, keine Ahnung, was das ist. So.
Nachdem wir ja letzte Woche schon in Boltenhagen waren, in... So haben wir es jetzt. Ja, ich warte nur auf dich. Ach so. Jetzt musst du noch was sagen. Was sagen? Was denn? Weißt du, wie das klappert bei der Fahrt? Ja. Ich mag jetzt nichts sagen. Liebe Leute, Toni mag jetzt einfach auch nichts sagen. Er hat ein Fischbrötchen gegessen und wir haben beide Brand und gehen jetzt mal ein Aperol irgendwo trinken. So sieht es nämlich aus. Cut. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz... Was hat er für Assistenzsysteme? Der steht nämlich auf unserem Spickzettel. Outtakes, Überbrückungsmusik. Wir müssen kurz auf den Zettel gucken. Assistenzsysteme, Care-Drive-Paket, Spurhalteassistent mit ja. Ablendautomatik, Schildererkennung, Reifenluftdrucksensoren, Regen- und Lichtsensoren. Okay, was? Wie heißt das? Care-Drive-Paket. Okay. Wir müssen mal kurz Pause machen. Hier hast du eine Wimper. Nee, ist gar keine Wimper. Wächst sie hier aus dem Gesicht raus. Ein, was war das noch? Ein Spurhalteassistent. Überbrückungsmusik. Cut. Da. Fertig. Wie geht's weiter? Ja, jetzt machst du aus und jetzt gehen wir. Ah, jetzt gehen wir. Outtakes. Und.